So Leute, im letzten Zeit habt ihr relativ viele Bike-Videos von mir gesehen und für die, die eigentlich meinen Kanal abonniert haben, um Technik-Videos zu sehen, kommt heute was Neues. Und zwar habe ich mir ein neues Objektiv geholt, das 24mm 1.8. Und ja, warum habe ich es mir geholt? Ich habe zwar das 20mm, aber beim 20mm ist es so, dass es schon, ja, eine krasse Perspektive ist, und wenn man sich selbst oder Menschen filmt, dann verzerrt es doch recht arg. Und ja, ich hatte auch ein 24-120 Blende 4, aber das war mir eben, ja, die kleine Blende, die kleine Anfangsblende war mir zu wenig, da hatte ich zu wenig Spielraum mit der Tiefenschärfe, und deswegen ist 24mm 1.8, was sehr gut mein 50er ergänzt. Jetzt im ersten Teil zur Verarbeitung von dem Objektiv. Es hat einen schönen Metallfokusring, genauso wie es 50mm, läuft sehr satt. Der Rest ist aus hochwertigem Kunststoff, das passt soweit für mich. Die Blende, die Sonnenblende, die könnte etwas, ja, satter sitzen für meinen Geschmack, und auch der Filterring oder die Filteraufnahme ist nur aus Kunststoff, das finde ich etwas schade, das könnte ein bisschen hochwertiger sein. Ansonsten hat das Objektiv 12 Linsen, glaube ich, in 9 Gruppen, 2 asphärische, 2 ED-Elemente und ja, eine Nanokristallvergütung. Ist also wirklich ein professionelles Objektiv. Ich hoffe eben auch, dass die Abbildungsleistung dementsprechend ist. Es hat 9 Blendenlamellen. Wir werden uns heute also auch dem Bokeh widmen. Und ja, ich werde euch meinen Eindruck schildern. Es ist wie immer ein praktisches Review. Ich fotografiere und filme mit der Linse. Ich werde also nicht auf die kleinsten technischen Details eingehen. Da gibt es wahrscheinlich bessere Leute, aber ich hoffe, dass mein Erfahrungsbericht doch dem einen oder anderen von euch was bringt und vielleicht bei der Kaufentscheidung helfen kann. Ich filme das hier jetzt bewusst im Vlog-Teil. Teil 2, hier geht es um den Autofokus. Und zwar habe ich Blende 1.8 und ihr könnt euch jetzt einfach mal ein Bild davon machen, zumindest im Videomodus, wie treffsicher ist der Autofokus. Ne? Und das Zweite ist, ich habe früher das 20mm benutzt, wenn ich sowas gemacht habe. Und beim 20mm mit dem Ultraschallmotor, da hört ihr immer das Geräusch, wenn ihr den internen Ton nimmt. Deswegen habe ich meinen externen Ton mit zusätzlich aufgenommen. Und das ist jetzt, wenn ihr den internen Ton hört, da ist kein Klackern mehr. Also die Steppermotor sind da echt von Vorteil und sind auch sehr fix. Also ich habe hier im Hintergrund mal eine Wand und da werde ich mal eine kleine Testreihe machen. Einfach mal vor und zurück den Fokus laufen lassen, dann könnt ihr selbst ein Bild machen, wenn man sozusagen drauf tippt, wie schnell fokussiert das Objektiv. Aber für mich reicht das völlig aus und 24mm ist jetzt auch nicht immer ein Objektiv, wo ihr so einen super schnellen Autofokus braucht. Das passt schon. So Leute, Teil 3. Es geht um Schärfe, Kontrast, Farbwiedergabe. Und ich mache das normalerweise nicht, weil für mich reicht die Schärfe aus. Selbst bei Offenblende ist es in der Mitte scharf. Ich habe trotzdem mal eine blöde olle Backsteinmauer fotografiert mit einer Blendenreihe, sodass ihr unten einfach mal auf den Link klicken könnt, wenn es euch interessiert. Wenn ihr also wirklich an der pixelgenauen Schärfe interessiert seid, könnt ihr da einfach mal sehen, wie gut ist das Objektiv bei welcher Blendenöffnung. Wie schon gesagt, für mich ist es top in der Mitte, offen, vielleicht etwas weich an den Rändern, aber wesentlich besser zum Beispiel als mein 20er. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber bloß mal so, um irgendwo eine Referenz zu haben. Sobald es auf F2, F2,8 abblendet, top scharf, gefällt mir sehr gut. Farbwiedergabe dank der Nano-Kristallvergütung exzellent. Also die Farben, sowieso bei der Z6 sind die Farben toll und mit dem Objektiv vergleichbar mit dem 50er, also schön satt, schön kontrastreich und sehr neutral, wenn ihr so wollt. Genau. Und ja, auch bei dem Kontrast, da werde ich im nächsten Teil dann noch darauf kommen. Bis jetzt habe ich noch kein Problem gehabt mit Gegenlicht. Ich hatte auch ja, noch wenig punktuelle Lichtquellen, aber auch da ist es sehr gut.
Und von daher bin ich im Grunde genommen sehr zufrieden mit der Schärfe. Da kann man eigentlich sich überhaupt nicht beschweren, gerade für einen Weitwinkel wie einen 24 mm, relativ homogen übers Bildfeld. So Leute, ich bin nicht mehr in Esslingen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich bin am Mercedes-Benz-Museum, bin auf dem Heimweg also hier noch vorbeigefahren, weil man hier wunderbar im Abendlicht zwei Dinge ausprobieren kann. Das eine sind Starburst oder Sonnensterne, wie sie so schon heißen. Also praktisch, wenn man stark abblendet auf Blende 16 und gegen Sonne fotografiert, diese schönen Muster, die sich da bilden. Und das zweite ist das Bokeh, also der Unschärfebereich des Objektivs, wie wird er wiedergegeben. Zu den Sonnensternen oder Starbursts zu sagen, wir haben ja eine Blende mit 9 Blendenlamellen. Wir haben also 18 Sonnensterne und die werden sehr schön definiert, sehr klar wiedergegeben. Finde ich also ja, sehr ästhetisch, gerade im Sonnenuntergang. Wenn man beim Weitwinkel eben die Sonne im Bild hat, sieht es ziemlich cool aus. Zum Bokeh, das ist ein bisschen zweischneidig. Also für einen Weitwinkel grundlegend ist das Bokeh schön weich. Wir haben nicht diese Zwiebelringe, wie wir sie teilweise beim 50er haben, durch die asphärischen Linsen. Es ist also eine sehr ebenmäßige Unschärfe, gerade diese unschärfe Kreise, wenn man gegen Bäume oder sowas fotografiert. Allerdings haben wir auch hier eine ungleichmäßige Helligkeitsverteilung. Die Außenränder der unschärfe Kreise sind relativ hell. Das mag für den einen oder anderen relativ unruhig wirken. Ich bin aber insgesamt sehr zufrieden mit dem Bokeh. Gerade wenn ich es jetzt mit dem 20er vergleiche, da ist es, ja, da liegen Welten dazwischen. Genau, und ich warte jetzt hier noch, bis die Sonne untergegangen und die blaue Stunde anfängt. Und dann werde ich einfach noch ein paar Bilder machen, in der Hoffnung, dass ich noch so ein bisschen, ja, einfach das Verhalten bei Spitzlichtern und sowas rauskriege. Ich packe euch, wenn es dann klappt und wenn es gut wird, die Bilder auch unten in den Ordner und hänge sie ans Video an. Und damit wäre es das eigentlich. Mein Fazit zu der Linse, ja, es ist ein super Allrounder. Die Schärfe ist top, die Verarbeitung ist solide und auch das Bokeh kann sich sehen lassen. Also für mich ganz klar eine Empfehlung, gerade wenn man vielleicht wie eine Cashback-Aktion von Nikon mitnimmt, wie ich es gemacht habe, dann ist das Objektiv auch nicht viel teurer als das gleiche F-Bajonett-Objektiv. Von daher ist es auf jeden Fall seinen Preis wert und damit Daumen hoch von mir. Und falls euch das geholfen hat und euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal.